Nun denn, schon fast spritzfertig. Sieht doch schon ganz gut aus. Wird richtig schön, der Vogel. Jetzt gebe ich noch ein paar Modellbautricks. Ich habe mir hier, wie gesagt, so ein paar Metallplatten da eingeklebt. Die M3-Mutter da gleich mit UQ-Harzkleber. Dann kann man sozusagen die Lämpchen, das kann man ja dann außerhalb des Rumpfes löten mit versetzten Schrumpfschläuchen und dann passt das da auch rein. Somit kann man die Leuchten bei Bedarf auch noch mal rausnehmen, wenn es sein sollte. Das sieht doch schon ganz gut aus. Da ist jetzt schon Primer drauf. Fehlt mir aber noch ein bisschen Primer. Dann kann man bald mal bei so einem Regenwetter, wenn es noch warm ist, das spritzen. Das klappt gut hier mit den eingeklebten Holzleisten aus Nussbaumholz ist das, glaube ich. Plus diese Aluscheiben, die habe ich mir jetzt selber so hingefeilt. Ich mache es jetzt so, dass ich das mit M3, nee, das ist M2, Schmarrn, das ist eine M2-Mutter. Da werde ich mir habe ich M3-Stockmutter, nehme ich daher. Ich habe das jetzt sein lassen. Das ist ein, das habe ich abgesägt. Das wird sowieso nichts mit dem hinteren Steg zum Reinschieben. Oder das ist einfach schief. Das wird so nix. Da legt euch am besten die Klötze rein, die aus Plastik, und dann guckt da so mit dem Winkel, dass das alles gerade ist. Und ich müsste dann noch ein paar Unterlegscheiben hinlegen. Das ist so mein Tipp, den ich geben kann. Da habe ich mir noch Stifte reingeklebt. Damit das oben besser noch hält und sich das an den Rändern nicht verschieben kann. Das ist besser so. Ich finde es besser. Also, und wie gesagt, das Fahrgestell zum Verschrauben. Die sitzen ziemlich an der Kante da, aber es geht alles. Wieder Millimeterarbeit. So habe ich mir das vorgestellt, dass es auch außen und innen auch schön wird. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch das Innen schwarz spritze. Weiß ich noch nicht, muss ich mir überlegen, damit man, wenn man von oben reinguckt, dass es eher so ein bisschen nach Motorraum aussieht. Als das habe ich, wie gesagt, da die Netze schon reingeklebt. Das noch versteift mit 1,5 mm Balsaholz und mit Harzkleber wird das schon viel, viel steifer. Das gleiche an den Seiten, da habe ich jetzt, wie gesagt, das sieht jetzt bei mir so aus. Da habe ich jetzt noch ein bisschen die einfallende Delle daraus bekommen. Das geht so mit diesen Streifen, die man da noch reinklebt. Das gleiche habe ich auch hier gemacht. Sieht man jetzt schlecht. Meine Hand ist davor. Ich habe es jetzt, wie gesagt, da noch an der Seite noch zwei Streifen. Dann ist der ganze obere Bau. Ist hier noch wesentlich steifer und hier auf der Gegenseite auch. Das ist besser so. Und mit den zwei Nuten da oben, das ist eine gute Idee. Und das wird schön, ne? Also das, wie ich dann spritze, weiß ich noch nicht.
alles erst grau oder erst den roten Streifen und dann grau oder ich weiß es noch nicht, muss mir noch was einfallen lassen. Ob ich das dieses Jahr schaffe, weiß ich nicht, aber es sieht schon ziemlich gut aus. Sieht sehr, finde ich, ansehnlich aus. Ich finde, wenn der Innenraum auch noch sauber aussieht, mit einer Mechanik, die einen guten Eindruck macht, und das ist, wie gesagt, kann ich euch empfehlen. Das ist, wie gesagt, die Dinger da absägen, die Klötze da wegschrauben, weil das, wenn es schief ist, das Gestell, ich werde das jetzt, wie gesagt, die Löcher bohre ich erst dann, wenn ich absolut sicher bin. Die habe ich jetzt, die vor eingelassenen Einpressmuttern, die habe ich rausgedrückt. Das wird so wahrscheinlich sowieso nichts, weil der Rahmen da exakt millimetergenau mit den Löchern angezeichnet werden muss. Ich kann halt das nochmal, nee, jetzt nicht. Moment, kurze Werbepause. So würde ich das machen, die an der Seite absägen, die Klötze da abschrauben und dann müsst ihr halt schauen, wenn er die so reinlegt, dann müssen die beiden absolut parallel liegen. Wenn ich müsste halt ein paar Schrauben oder ein Klötzchen noch drunter legen, damit die beiden absolut in einer Linie stehen, sonst verzieht man das Gehäuse, wenn man dann die Schrauben fest anzieht und das ist für die Wellenlagerblocks nicht so angenehm. Aber das kann jeder so machen, kann man so machen, muss man aber nicht, sage ich immer. Aber das wird jetzt ein richtig schönes Modell, wenn es gespritzt ist. Bin echt mal gespannt dann. Die roten Sachen, die sowieso übersprayt werden, die habe ich schon mal vorgesprayt sozusagen, damit das soweit alles sitzt und passt. Wird ein schönes Modell, ne? Das ist ein guter Fortschritt wieder, ein gutes Stück weitergekommen. Das wird eine gute Nummer hier. Der große Bruder, den kleinen Bruder, den haben wir jetzt schon fast fertig eingeflogen. Und das wird der Big Brother.